Hörer und Interessierte. Jetzt habe ich das Thema wieder mal Wölfe, die wohl wieder Schafe und Tiere gerissen und angegriffen haben. Ich gehe mal da in den Artikel rein. Und da ist ein Foto. Also wenn ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich so einen Wolf im Wald begegnen würde. Man sagt ja, das wären scheue Tiere. Aber man darf auf jeden Fall, das ist leichter gesagt als getan, habe ich aber auch schon mal ein Video zu gemacht. Und man soll ja den Wolf anschauen und beobachten, was er macht. Was ist denn, wenn da 2, 3 sind? Dann kann ich schon gar nicht mehr, weil die jagen ja meistens in mehreren, im Rudel. Und was ist, wenn ich Kinder, wenn ich einen eigenen Hund dabei habe? Wie reagiere ich dann? Da muss man wirklich, darf man nicht in Panik. Sobald man wegläuft, ist es vorbei. Weil es sind ja Jagdtiere und man sagt ja zwar, die werden sehr scheu, aber ich habe da großen Respekt vor und ich möchte diese Begegnung nicht haben, weil man weiß ja gar nicht, was das Tier erlebt hat oder wie der, ne? Aber wir gehen mal in den Artikel rein und dann könnt ihr ja mal selber, dass ihr dazu, also hier im Merkur.de habe ich hier, macht das, ne, hier Merkur.de, da habe ich hier Wolf in Bayern. Gefahr für die Artenvielfalt und Menschenfresser, Fragezeichen. Schweizer Biologe lässt aufhorchen. So, jetzt guckt euch mal dieses Bild mal an. Also da ist nicht mehr zu spaßen. Das ist schon, ne, und weil da gibt es ja immer Bilder, wo der nicht den Mund, ich weiß nicht, ob das eine Fotomontage ist, kann sein. Aber ich denke mal, dass sie schon solche Reißzähne haben und von so einem Tier möchte ich nicht gebissen werden. Ja. Ja, hier ist also unter dem Bildschirm, muss der Wolf abgeschossen werden, weil er zu gefährlich ist. So, die Zunahme der Wolfpopulation ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Während Landwirte mit Sorge auf die Entwicklung blicken, lehnen Tier- und Naturschützer die Aufhebung des strengen Naturstatuses strikt ab. Bern Beuren, Böbing, November 2022, ein Wolf fällt ein Schaf an und tötet es. Und das nur rund 20 Meter vom Haus entfernt. Spätestens seit diesem Vorfall ist klar, der Wolf ist im Landkreis Weilheim-Schongau wieder präsent. Zumal es auch schon vorher im Juni 2020 im Forst sowie im September 2022 im westlichen Landkreis Wolfssichtungen gab. Aktuell nehmen die Sichtungen weiter drastisch zu. Biologe warnt, eine friedliche Koexistenz mit dem Wolf ist nicht möglich. Der Wolf ist eine Gefahr und die Artenvielfalt und die einzigartige Kulturlandschaft. So lautet die Botschaft des Schweizer Biologen Marcel Züger, der seit einiger Zeit mit Vorträgen zum Wolf durch Deutschland, Österreich, Südtirol und in der Schweiz tourt. Kürzlich war er auf Einladung des Bayerischen Bauernverbandes in Bernbeuren zu Gast. Dass der Wolf ein Thema ist, das ist die Landwirte in der Region umtreibt, zeigt sich auch an der gestreckt vollen Auerberghalle. Also die Halle war bestimmt voll, aber das scheint ja wohl hoch brisant zu sein. Ja. Im Zuge seines Vortrags betonte Züger die Einzigartigkeit der europäischen Almwirtschaft, die allerdings durch die Zunahme der Wolfspopulation in Gefahr gerate. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Wölfe, aber wenn da zu viele werden, ja, und die das wird so lange gut gehen, bis ein kleines Kind oder Kinder von Wölfen angegriffen werden, gebissen werden oder im schlimmsten Fall getötet werden. Dann wird da, glaube ich, die ganze Sache kippen. Aber das kann man ja vielleicht im Vorfeld, ich weiß nicht, schreibt die Meinung rein, da gehen ja wieder die Meinungen auseinander. Der Wolf steht ja unter Naturschutz. Da darf man ja gar nicht so, So. So machte der Biologe klar, dass man nicht ein,
eine Tierart über tausende andere stellen könnte. Von Auerhühnern oder seltenen Vögeln bis hin zu Schafen oder sogar Kühen. Alle diese Tiere seien vom Wolf bedroht. Eine friedliche Koexistenz mit dem Wolf ist nicht möglich, sagte Züger. Auch von Zäunen lasse sich der Wolf nicht wirklich aufhalten, sogar bei einer Höhe von 2 Metern. Lediglich ein hoher Zaun mit Stromdrähten oben und unten könnte den Wolf abhalten, jener sei allerdings sehr teuer. Haben Wölfe in Indien und in der Türkei je 12 Menschen getötet? In der Schweiz, Kanton Graubünden, Zügers Heimat, gebe es mittlerweile 11 bis 16 Wolfsrudel. 2022 standen dort über 500 getötete Nutztiere durch Wolfrisse zu Buche. Der Wolf ist also in Europa keine Seltenheit, keine seltene Art mehr. Sorgen bereitet Züger die zunehmende Anpassung der Wölfe an, ja, die kommen immer den Menschen näher, ne? Das denke ich auch, ja. Die Geschichte des scheuen Wolfes sei mittlerweile ein reines Märchen. So habe es etwa in den Jahren 2002 bis 2020 in der Türkei 107 Verletzte und 12 Tote durch Wolfseingriffe gegeben. Überlegt mal. 12 Tote sowie 179 Verletzte meldete Indien. Und die Annäherung zu verhindern helfe nur eines, der Wolf müsse den Menschen wieder als Feind wahrnehmen. Das bedeutet im Klartext, die strenge Schutzstatus des Wolfes müsse aufgehoben und somit eine kontrollierte Entnahme gestattet werden. Denn eines ist klar für Züger, dieser strenge Schutz erschwert der adäquat pragmatisches Management stark. Bestandsobergrenze und wolfsfreie Zone werden gefordert. Wolfsbestandsobergrenze, ja, wenn Kinder getötet werden, oder dann muss das auf jeden Fall kommen, ne? Und wolfsfreie Zone in der Almwirtschaft, laut die Forderung von Wolfgang Scholz, BBB-Obmann des Kreisverbandes Weilheim-Schongau. Im Gespräch mit dem Heimatzeitung schließt er sich den Warnungen von Marcel Züger an und betont, Wolfschutz demoliert die Arten- und Naturschutz. Gleichzeitig ist er allerdings skeptisch, dass die Sorgen der Landwirte ernst genommen und Maßnahmen umgesetzt werden. Die öffentliche Meinung ist relativ klar pro Wolf, so Herr Scholz. Kaum ein Politiker will an das Thema Begrenzung des Wolfstandes ran. Dabei müsse eigentlich zügig gehandelt werden, um Zustände wie bei unseren Nachbarn in der Schweiz zu verhindern. Im Kreis Garmisch steht man bereits kurz vor einer Wolfsrudelbildung, habe Scholz vor seiner BBV-Kollegen Klaus Solleder erfahren. Ja, hier ist wohl in der die Halle. Ja, sag mal. Bund Naturschutz kritisiert die Anführung des Biologen. Kritik an den Ausführungen Marcel Zügers kommt vom Bundesschutz Naturschutz. Zügers Aussagen beruhen auf Erfahrungen aus Graubünden, die er einerseits interpretiert oder darstellt. In der Darstellung wird aber die Aussage getroffen, dass er überall in der Schweiz so ausschaue. Anders Weide- und Wolfsexperten aus der Schweiz beurteilen die Lage abweichend von ihm. Und Uwe Friedl und Referat für Arten- und Biotopenschutz. Ja, ist ja klar, dass das nicht in der ganzen Schweiz so ist, weil ich weiß ja nicht, die werden ja nicht überall, die haben ja erstmal ein Rudel und ich weiß ja gar nicht, wie weit die dann ziehen, ob die dann weitergehen. Die gehen ja dahin, wo die was zu fressen bekommen. Ja, und sobald die Welpen haben, ziehen sie sich in den Wald zurück. Aber wenn die immer mehr werden, immer mehr Rudel, klar, wird das Gebiet des Wolfes immer größer werden. Ja, ich bin da auch, man ist ein schönes Tier, aber ist auch, ne, ich weiß nicht. Also, dem möchte ich nicht gegenüberstehen, wie gesagt. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare, weil du gerätst ja sofort in Panik. Und wenn 3, 4 Wölfe, die haben ja richtig große Tatzen, der ist ja richtig groß und die können 2 Meter hoch springen und die springen dich ja direkt an und 3 Stück, dann kannst du froh sein, wenn du noch ein Messer dabei hast, aber hast du keine Chance, ne?
möchte ich nicht, also möchte ich kein, dass der sowas erlebt, ne? Laut Friedel sei es wichtig, dem Wolf immer einen Schritt voraus zu sein. Deswegen ist es für die Weidetiere kontraproduktiv zu behaupten, Herdenschutz funktioniere nicht. Das hält der Tierhalter davon ab, ihm einzusetzen, und die Wölfe gewöhnen sich daran, Weidetiere zu reißen. Auch Zügers fordern nach der Aufhebung des strengen Schutzstatus, stößt bei den Naturschützern auf Kritik. Herr Züger ist für mehr Wolfsabschüsse, stellt aber nicht dar, inwieweit mehr Abschüsse oder Regulierung, Bejagung zu weniger Rissen führen sollen. Er liefert hierzu weder ein Erklärungsmodell noch Belege aus anderen Ländern. Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal, welche Erfahrungen habt ihr mit Wölfen? Habt ihr schon mal Wölfen gesehen? Begegnung, man, das, hier habe ich, hier, schaut mal hier, das ist ja, noch mal. Ich gehe mal hier, kann ich das noch machen? Ja, ich lasse mal hier laufen. Ach so. Ist kein Ton dabei. Ach so, ich mach mal. Wartet mal. Gut, das ja, schreibt mal in den Kommentaren rein. Und ja, wie ihr das seht zu den Wölfen, abschießen ja oder nein? Sind die in der Gefahr, ja oder nein? Kontrolliertes Gebiet, kann man das einschränken? Weiß ich gar nicht. Ja, bin ich mal gespannt auf die Kommentare.